Richtig cooles Do-It-Yourself für euch. Und zwar eine Handyhülle, die im Dunkeln leuchtet und dann auch noch in Lava-Optik. Und ja, ich finde das Do-It-Yourself ist mega cool, vor allen Dingen jetzt auch für Halloween. Und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zugucken. Wenn euch das Video gefällt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und für alle, die neu auf meinem Kanal sind, auch über ein Abo. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir brauchen Vinyl, Laminierfolie oder Ausweishüllen, nähere Infos in der Infobox, Backpapier, eine Pinzette, einen Bleistift, eine Schere, Glitzer, falls ihr mögt, Kleber, Nachtblush-Pigment, ich habe euch einen Link in die Infobox getan, damit ihr wisst, wo ihr das findet, Babyöl und ein Bügeleisen. Und ich habe mir das schöner vorgestellt, ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Als erstes nehmt ihr euch Backpapier, den Bleistift und die Hülle. Und umrandet den äußeren Rand der Handyhülle auf dem Backpapier. Dann malt ihr nochmal einen kleineren Umriss und diesen kleineren Umriss schneidet ihr dann letztendlich aus. Dann legt ihr den Umriss auf eure Hülle und guckt, dass ihr überall ein bisschen Platz gelassen habt. Und schneidet auf jeden Fall noch die Kameraöffnung aus. Dann nehmt ihr euch zwei Vinylfolien und tut das Backpapier da rein. Streicht das Ganze glatt. Und dann fangen wir auch schon an mit dem Bügeln. Nehmt euch nochmal Backpapier dazu, damit ihr einen Schutz habt und fangt an zu bügeln. Falls euch die ganze Anleitung zu schnell geht, ich habe in einem älteren Video eine detailliertere Anleitung. Da könnt ihr dann draufklicken, falls euch das Ganze jetzt zu schnell gegangen ist. Als nächstes umrandet ihr mit einem Stift den äußeren Rand der Hülle, damit ihr gleich wisst, wo ihr schneiden müsst. Und anschließend guckt ihr dann nochmal, ob das wirklich ganz genau auf die Hülle passt und kein Rand absteht. Dann schneidet ihr die oberste Öffnung auf, holt das Backpapier mit einer Pinzette raus und mischt ca. 3 ml Babyöl und 2 ml Wasser. Tut da Glitzer rein, falls ihr wollt. Und dann auch noch das Nachtleuchtpigment. Tut ordentlich rein, man kann auf jeden Fall nie zu viel haben. Dann das Ganze ein bisschen umrühren. Und ich habe mir dann aus dem Vinyl einen Trichter gebaut, weil ich keine Pipette hatte oder so eine Kinderspritze, womit man das eigentlich leicht reintun kann. Aber der Trichter hat es auch gemacht. Da habe ich den Trichter in die obere Öffnung reingetan und das Gemisch reingefüllt. Anschließend müsst ihr dann die obere Öffnung wieder zubügeln. Und ihr könnt auch am Anfang erstmal Wasser reintun, um zu gucken, ob ihr keine Löcher habt. Und dann habe ich den Sekundenkleber ganz außen drauf getan, das Ganze auf meine Hülle geklebt und schon sind wir fertig. Ich finde, diese Handyhülle sieht im Hellen schon mega cool aus. Leute, guckt euch mal diese Lava-Optik an. Das ist so geil und es macht so Spaß, damit zu spielen. Und jetzt wartet mal ab, wie das im Dunkeln aussieht. Geil, oder? Also ich finde dieses Do-It-Yourself mega cool. Vor allem jetzt auch an Halloween ist das bestimmt der Riesen-Hingucker. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Und auch für alle, die neu sind, über ein Abo. Falls ihr das nachmacht, dann verlinkt mich oder schickt mir das bei meinen Social Medias. Und dann würde ich sagen, bis bald. Muah!